Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns leider nicht im Spieler spielen können, sondern wir bekommen das über das 6-Monats-Abo. Und ja, das Mount, um was es geht, ist einmal hier der bezaubernde Kurier, das ist diese schicke Eule. Macht schon tatsächlich was her und wie ihr schon seht, wir haben hier diese Kugeln. Unseren Elan und das ist auch ein Drachenflugmount mit Animationen, allem drum und dran. Also ihr könnt dann quasi direkt mit dem auch Drachen fliegen. Vom Model her hat der ein oder andere das vielleicht auch schon mal woanders gesehen. Und zwar das Ganze gibt es auch in Rot. Es gibt ja das Phyrakmyth-Mount und das Grundmodel ist hier natürlich dasselbe. Das Phyrakmyth-Mount hat halt hier noch so ein bisschen, ein Geweih. Aber an sich ist es sonst, das gleiche Grundmodel. Hier haben wir halt rote Flammen und da ist es eher so blau-frostmäßig. Sehen beide recht nice aus. Und ja, wie kriegen wir das jetzt? Ihr müsst einfach in WoW ein 6-Monats-Abo haben. Wenn, dann schließt ihr ein neues ab oder ihr habt aktuell eins laufen. Ich habe jetzt auf Main-Account, ich glaube sogar ein 12-Monats-Abo, da gab es auch mal noch andere Mounts, habe das eh die ganze Zeit durchlaufen und habe das dementsprechend dann einfach hier im Battle.net-Client, habt ihr dann ein kleines Geschenksymbol, da klickt ihr drauf und dann könnt ihr das quasi einmal rausholen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Und ja, eventuell kommt es wie manch andere von diesen Abo-Mounts auch in den Shop, wenn ihr euch das einzeln kaufen wollt. Das weiß ich jetzt aber aktuell noch nicht sicher, ob das mit reinkommt. Ich kann aber jedem empfehlen, der langfristig WoW spielt, sich ein längerfristiges Abo zu holen, weil ihr einfach dann auch weniger zahlt und zusätzlich noch so Collectible-Geschichten bekommt. So, zusätzlich gibt es da auch noch ein Pet, wenn ihr das Ganze macht. Und zwar seht ihr hier für WHAT haben wir es schön aufgelistet. Wir haben einmal das Mount und dann in Classic WoW gibt es dann einmal das Pet. Und ja, hier seht ihr das vielleicht nochmal ein bisschen größer. Die Eule Kauzi heißt die. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es die jetzt nicht in Retail gibt, aber vielleicht kommt die dann irgendwann später auch noch in Retail rein. Das war ja bei dem einen oder anderen Pet auch schon der Fall. Gut, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Dann viel Spaß mit dem Mount, falls ihr euch das holt. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.